Die letzten Tage im Landtag haben wir sehr heftig über die Jugendwohlfahrt diskutiert. Dafür zuständig ist die Landesrätin Grete Schmidt. Sie weiß seit langem, dass besonders bei der Jugendwohlfahrt in Feldkirch ganz schlechte Zustände herrschen. Es gibt eine schlechte Arbeitsatmosphäre. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wechseln oft. Wir fordern, dass die Jugendwohlfahrten, die ja mit sehr kritischen Themen befasst sind, da geht es mitunter darum, ob man einer Familie ein Kind wegnimmt, dass die vor allem personell ausreichend ausgestattet werden.